Hallo und einen wunderschönen guten Abend an diesem wunderbaren 1.9. Sonntag. Und ja, das Wetter zieht sich gerade ein bisschen zusammen. Es donnert bei uns auch schon ein bisschen. Ja, schön, dass ihr mit reinschaut. Wir machen weiter mit God of War. Und ich freue mich. Ja, so ein kleiner Stream zum Wiegenfeste. Einfach schön entspannt. Ja, daddeln, nicht? So, da bin ich jetzt am Überlegen, welchen Spielstand ich da lade. Das ist der automatische, das ist der manuelle. Aber da sind ein paar Sekunden dazwischen. Ja, wir nehmen dann einfach mal den automatisch gespeichert. So. Wunderbar. So, hier haben wir aufgehört. Bleib doch ganz ruhig, ich hab dir gar nichts getan, Junge. Gut. Hier hatten wir die Dame, die Hexe, ja erledigt. Wir schauen hier mal ein bisschen rum. Die Gesundheit ist ein bisschen im Keller. Stimmt, die war auch ein bisschen herber, die Dame. Diese komische Hexe. Ah, stimmt, wir waren schon da unten und da sind wir dann gestorben. Genau. Weil ja da dieser komische Berserker kam. So ist halt die Frage. Gehen wir erstmal oben lang oder unten? Denn wir sind beim letzten Mal... Sind wir nach unten gegangen? Ich glaube, ich gehe nochmal nach unten. Nur, dass ich mich ein bisschen besser anstellen sollte. So, so kommt man also hier runter. So, was hast du hier? Sowas wie eine heiße Quelle. So, jetzt kommt da gleich der dieser Berserker. Da ist er doch schon. So. Muss ich Obacht geben? Ach, fuck. Geht schon gut los. Es war jetzt nicht so prickelnd. So viel zum Thema Auffassen. So, wir hatten hier nochmal irgendwo ein bisschen Heilung. Ah, jetzt ist sie. Quatsch, falscher Knopf. B ist hier. Jetzt ist die Gesundheit voll. Okay. Na gut. Dann probieren wir es gleich nochmal. So. So kommt man also hier runter. So, jetzt aber. Jetzt pass auf. Gleich ins Fressbrett. Oh, Alter. Zwei Schläge. Zwei Schläge und ich bin down. Ich muss nochmal mit dem Controller mich auseinandersetzen. Ich drücke mal die falschen Tasten. Das wäre jetzt lächerlich, wenn ich hier hängen bleiben würde. Aber das werden wir nicht. So. Das gibt's doch nicht. So kommt man also hier runter. Vielleicht kann ich dir auch ein paar Fäuste. Okay. So, und. Try and Error. Das Frustrationslevel ist heute ganz weit unten, also quasi entspannt. So kommt man also hier runter. So, jetzt. Oh, Dusel, 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 Dusel. Hada, Dusel. Er haut immer zweimal zu, ne? So zwei, dreimal. Und weg. Und weg. Und weg. Dusel. Zack, zack. Und aus Fressbrett. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ha, nein. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Leider! Bereit!
Der ist aber auch zäh, der Bur. Kamera drehen, Kamera drehen, Kamera drehen. Wuhu. Nein, wo schießt du hin, Bohr? Dahin, genau. Ja, so ist gut, so ist gut. Ha! Glück, 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 Glück. Jawohl. das war knappe Geschichte, Menschenskinder. So. Und das alles nur für die Truhe hier, gell? Was ist das? Ergisgold und Hacksilber. Und dann noch weicher Stahl. Das war's. Hier gibt's nichts mehr. Haben wir hier noch irgendwo eine Taube? So. Also ich meine hier so ein Odin-Raben. Glaubst du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Hm? Und ein ganzer Haufen von denen da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Oh, noch eine. Ja. Sieh schön. Mal da oben. Wo denn? Warte. Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Unauffällig. Da nochmal von dem Weichenstahl was bekommen. So. Ha! Sehr gut gemacht, Junge. Sehr gut. Wo? Bin noch nicht so weit. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, das ist gut. Ah, kacke, jetzt habe ich zu früh geschossen, gell? Halt, warte mal, hier steht auch noch einer. Der ist aber nicht echt. Oh, warte mal, wir gehen erstmal hier runter. Ja, die wollen ja was von uns, also dann kommen die bestimmt auch. So, jetzt aber erstmal gucken. Da müssen wir hoch. Aber ich brauche die Runen hier. Ah, da ist eine. Okay. Da ist eine Rune. Okay, dann haben wir... Komm, wir bekämpfen erstmal die. Dann haben wir da unsere Ruhe. Nicht so weit.
Jawohl. Sehr schön. Hier, Junge. Jawohl. Ich finde das so gut. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Wissen hinzugefügt. Die Versiegelung Svartreheims. Die Welt der Zwerge ist gesichert. Im Austausch für Schutz vor den Läufern von Hell haben sie Asgard zum Hüter ihrer Grenzen ernannt. Die Wannen können, dank Odins Voraussicht, nun auf Hilfe aus Svartreheim hoffen. Die Alben sind weiterhin ausreichend abgelenkt. Die Alben, achso, jetzt hat. Okay, alle Vorhaben laufen weiter. Der Rabenwächter. So! Okay, hätte man nicht gebraucht, die Gesundheit, aber nehme ich dankend an. So. Ups. Warte mal, ich pack mal die Axt weg und hau mit der Hände ein bisschen rein. Was denn? Achso, ah, hier, komplett übersehen. Ein weiterer Schrein. Hier, Junge. Noch eins. Da steht, er heißt Rungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Rungirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Mehr als nur Mythen. Jeder Schrein bringt die Geschichte eines legendären Riesen in sich. Ziele. Alle Jötnerschreine finden. Schreine gefunden, 2 von 11. Ja, die XP werden halt richtig gut, ne? Nochmal was Wissenswertes? Neuer Schrein. Ein mächtiger Riese aus Frost und Stein. Anscheinend hatte er einen großen Streit mit den Asen- und Wannengöttern. Er kämpft gegen Thor und anscheinend verlieren beide. So. Da wird's weitergehen, aber wir gehen nochmal kurz zurück, weil ich brauche noch die Runen. Leuchtet da drin was Blaunägel? So, da mal einmal. Einmal. Die müsste doch hier irgendwo im Umkreis der Truhe sein. Na, wo seid ihr? Auf der anderen Seite. Ah, ja, das ist ein Gockel und das ist eine Rune. Jawohl. Jawohl. Da drüben ist noch eine Kiste. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Ah, ich mag Kratos, der ist so schön. So schön trocken. So. Wo ist jetzt die letzte Rune? Da hinten. Kann der Junge da hinziehen? Hagot Bur, komm mal zu mir auf meine Seite. Oder wir laufen einfach über die Brücke. Dann haben wir da die letzte Rune. Ja, die muss man auch erstmal sehen, gell? So, wo war sie? Ach nö, du schon wieder. Pass auf, da kriegst du ein paar auf die Fresse. Pass auf,
Jawohl. Das war gut. Schönes Zusammenarbeit mit unserem Jungen. Hä? Ah nein, nicht du schon wieder. Hau ab. Erledige sie, Junge. Nicht bereit. Eieiei. Hey. Jetzt kommen zwei von denen. Lauf halt erstmal 5000 Meter. Ah, scheiße, 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 scheiße. So, jetzt geht's los. Na, wo willst du denn hin? Oh, 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 oh. Was haltet ihr denn aus, ihr Racker? Zack. Oh, oh, oh. Oh fuck. Jetzt ist aber gut. Wo kommst du denn jetzt hierher? Lass mich doch mal in Ruhe die Hexe kaputt machen. Ah, dieses Gift, ne? So. Noch nicht. Deine Pfeile. Ey, ey, ey. Jetzt noch ein, noch ein. Ja, sehr gut, Junge. Sehr gut. Richtig das gut. Das waren noch nicht alle. So, was haben wir hier für einen Tipp? Ah ja. Was ist das für ein Ding? Sah aus wie ein Häscher. Aber die Stimme klang so seltsam. Auch Vater hat keine Ahnung. Diese Gegner werden wütend und sehr aggressiv, wenn man eingefroren ist. Vater sollte unbedingt ihrem Explosionsangriff ausweichen. Wenn es ihnen gelingt, uns einzufrieren, sollten wir uns zurückhalten, bis es nachlässt. Oh, das Gewitter kommt. Ja, Wollingen. Noch ein weiterer Tipp? Ja, Schwerger Drauger. Diese Drauger wirken größer als die, denen wir bisher begegnet sind. Sie führen schwerere, gefährlichere Waffen. Die Waffen machen sie langsam, aber sie sind viel mächtiger als normale. Nach einem Hieb muss er sich kurz erholen. Ja, wenn wir ausweichen, können wir einen Konterangriff starten. So, jetzt habe ich den Platz der Rune übersehen. Wir gehen nochmal kurz zurück. Warte mal, wir sind über die Brücke gegangen und dann... Ah, warte, da oben ist eine Kiste. Jawohl. Da ist die Rune. Da ist sie. So, dann nochmal kurz zurück. Jawohl. Idun-Apfel, legendär. Sie haben zwei der drei Äpfel gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Dankeschön, voll gut.
Das freut mich. So. Dieses Tor können wir nicht öffnen. Junge, wo bist du? Kann ich dich darüber werfen? Ach, da bist du. Komm mal mit. Kannst du hier rüber? Und vielleicht irgendeinen Mechanismus betätigen? Obwohl, da war eine Kette, gell? Da könnte man runtergleiten. Da, ja. Okay. Hier ist sonst nichts mehr, ne? So. Kann ich da nicht treffen? Sehr gut. So. Junge, nicht vormucken. Bleib mal hier. Toten. Ist das da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicher? Auf diese andere Seite. Oder muss ich da erst so einen riesigen Umweg laufen? Eieiei. Was stinkt hier so? Jetzt! Sind das Hinläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch! Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch. Oh. Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Hat er ja gesagt. Gegen Menschen soll sich der Junge raushalten. Neuer Tötungsauftrag. Schatten töten. Treffen Sie mehr dieser geschworfenen Magienutzer, indem Sie die Landschaft, die Sie durchqueren, genau erkunden. Ach so, und die Geschichte. 1 von 25. Ja, mach was. Na, hau mal zu. Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weite Reise. Och nö. Warte hier. Ich erledige das. Ja.
So, wo ist er noch einmal? Nee, das war's. Schön. Sie kam zurück. Es ist vorbei. Ich will hier weg. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Den Ruinen kommen. So, Junge, erstmal. Ach, du bist in Ordnung. Okay, passt. So, wir müssen irgendwie da hochkommen. Hier. Finde etwas, um mich hochzuziehen. Mache ich. Na komm. Da ist die Kette. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Oh ja. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein, ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Naja, er muss auch erstmal mit der Situation zurechtkommen, ne? Ist immer noch ein Kind. Gut, eine andere Zeit vielleicht, aber die haben da eine andere Härte halt gehabt. Nur komm. Da geht's aber nirgends mehr. Ich kann da nicht durch, gell? Nee, kann er nicht. Da geht eine Kette runter. Hör mir jetzt zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Steh auf und beweg deinen Arsch. Brock. Ich werde einen Tritt verpassen, wenn du dich nicht bewegst. Komm schon! Ach ja. Jetzt wartet. Ich geh jetzt aber nochmal schnell hier runter. So. Jetzt sind wir auf der Seite hin. Okay. Treffe ich die? Nein, die treffe ich nicht. Ah, da vorne. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was hast du hier? Gesichter der Magie. Gesichter der Magie. Wir fanden diese unheimliche Maske im gefährlichen Teil der Flusslande. Wir sollten nach mehr Ausschau halten. Jemand könnte gutes Quacksilber dafür zahlen. Okay, hier haben wir jetzt ein... weiteres kollektives Material gefunden. Da waren wir schon, okay. Jetzt komm schon. Auf geht's. Gehen wir wieder hoch.
Dieses verdammte Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Weiße auf der anderen Brückenseite. Die Axt in die Bäume werfen. Wenn der Sohn das sagt, das sind die einzigen, ne? Die. Vertrau mir nur dieses eine Mal. Bitte. Du hattest recht. Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Vera Logan. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja! Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bikia, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Dann mal an die Arbeit. Waffen verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen, oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Drücken Sie, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Brock hat Ihnen einen Frostflamme gegeben. Eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Drücken Sie, um die Leviathan-Axt auszuwählen. Kratos Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Kratos Kraft und Werte werden hier angezeigt. Drücken Sie für die Wertebeschreibung. Okay. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch Verbesserung der Runenkraft erhöht werden. Runenangriff, Abklingzeit können durch Verbesserung der Abklingzeit reduziert werden. Jeder Wert bietet im Spiel andere Vorteile. Drücken Sie LS erneut, um die Beschreibung auszublenden. Kraft und Werte eines verbesserten Gegenstands werden auf der Gegenstandskarte und bei Kratos-Werten angezeigt. Das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte durch dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos-Werte zu beeinflussen. Jawohl, zur Verbesserung eines Gegenstands erforderliche Ressourcen werden unten auf der Gegenstandskarte angezeigt. Verbessern. Halten Sie X gedrückt, um die Leviathan-Axt zu verbessern. Verbesserung erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitsmenü verfügbar. Schließen. Die Axt befindet sich jetzt auf Stufe 2. Finden Sie eine weitere Frostflamme, um sie weiter zu verbessern.
Verbessern Sie Ihre Waffen, um neue Fähigkeiten zum Kauf freizuschalten. Im Pausenmenü unter Fähigkeiten können Sie sie erwerben. Drücken Sie Pfeil nach links, um das Herstellungsmenü aufzurufen. Ja, schauen wir doch mal. Hescher Waffenrock. Stärke wäre gut, ne? Aber die Abwehr ist dann weniger und Glück ist auch weniger. Hacksilber haben wir mittlerweile 19.500. Das ist ja schon echt gut, ne? Ja, nehmen wir mal die Stärke, damit wir es einfach mal gemacht haben. Halt, Quatsch, wir gucken mal bei Atreus rein. Präzision. Was haben wir denn hier? Gezielter Schuss, Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Gut, in der Luft, oh, das ist sehr gut. Das machen wir mal. So klein ist wie wir, ist das ein natürlicher Schutz. Sonntagsanzug. Ausrüsten. Hat er gleich was angezogen? Perfekt. Ist halt alles sehr, sehr teuer, ne? Gut. Weißt du schon, was du willst? Klauen. Was soll sein, Jungchen? Klauenbogen. Komm, den verbessern wir auch gleich. Das heißt, damit kannst du überhaupt nicht schießen. Sehr gut. Noch was? So, jetzt fehlen mir die Kohlen. Das ist aber nicht so schlimm. Ja. Oh, wir können sogar verkaufen. Verlorene Spielsachen. Wenigstens haben wir das jetzt erledigt. Da haben wir nämlich die eine Maske gerade verkauft, die wir gerade gefunden hatten. Und jetzt können wir nochmal zu uns gehen mit der Ausrüstung. Wir wollten diese welche machen. Wildschweinhaut. Schulterschutz. Bringt ein bisschen mehr Stärke rein. Aber die Abwehr sinkt und das Glück eben auch. Sicher ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiken eingehen? So, wir probieren es einfach mal aus. Sehr gut. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! Ach Gott. Solange du nichts kaputt machst. Ups. Oh, ich hänge. Annehmbar. Annehmbar, sagt er. Weißt du, was annehmbar ist? Deine Beinarbeit. Bist du in Scheiße getreten? Die Zwerge. Das ist so gut. Ich liebe die beiden. Na, komm her. Dieser Weg. Führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr nochmal meine Waren sehen? Jetzt gerade nicht. Das Tor zum Berg durchschreiten. Das wäre da vorne. Okay, aber ich gucke erstmal hierher. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Eine weitere Maske. Wir fanden diese unheimliche Maske im gefährlichen Teil der Flusslande. Das ist der gleiche Text. Jawohl, da haben wir die zweite Maske schon. Schön. Sehr gut, da unten sind wir gerade durchgelaufen. So. Aber da geht's auch noch weit. Ja, wir schauen erstmal da weiter. Ah, da ist die Kette. Sehr schön.
Dann kommen wir ja doch noch dahin. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Ah, jetzt können wir hier die Tür öffnen. Oder das Tor. Oh, warte. Wir sind wieder hier. Ja, haben eine Abkürzung gefunden. Ist doch super geil. So. Das Spiel lädt halt unheimlich zum Erkunden ein und zum Schauen. Genau schauen vor allem. Das finde ich mega schön. Vor allem hier macht es auch Spaß. So, ständig hört man diese Krähen oder Raben. Und da denke ich immer, da wäre so ein Sammelobjekt. Weil es gibt ja 15 Odin-Raben. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Hey, Undankbares Pack! Komm hierher! Gefällt mir! Das ist ein Depp. Gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht drauf gehen. Ja, danke für den Tipp. Weiter in Richtung des Berges. So. Ich glaube, hier kommen wir durch. Hier lang. Ist auch ganz schön mies, so eine Falle. Warte. Lass mich mal kurz da rein. Sieht ja einladend aus. Oh, ich war jetzt zu langsam. Oh nein. Da wäre noch eine Truhe. Zu fix. Habe ich da nochmal die Möglichkeit? Oh, das ist schade. Ah! Sehr gut. Oh, das. Das ist jetzt spannend. Ha. Das wird jetzt interessant. Warte mal, ich speichere mal kurz. Nee, falscher Knopf. War das hier? Ja, ist ein und derselbe Knopf. Warte mal, Y. Y ist hier. Speichern. Ja, möchte ich. So. Warte da. Autsch. Ich brauche mehr Zeit!
Autsch, ich bin doch ausgewichen. Ach kommt Leute, lass doch mal gut sein. Wir haben keine Zeit für sowas. Atreus, komm her. Neuer Tipp? Den hat man doch gerade. Ah, okay, da oben sind Runen. Das sind eigentlich immer die gleichen Runen, gell? Immer dieses, ja, stehende Klammer und dann das R und das N. Ha. Das wird jetzt eine knappe Geschichte, würde ich sagen. Ich muss auf jeden Fall das in der Mitte treffen. Das da. Das bringt nichts, okay. Oh, fuck. Reicht das schon? Ich glaube nicht, gell? Und nochmal. Jetzt, Junge. Ja, so muss das laufen. Sehr schön. Das ging relativ gut. Oh, was ist man? Da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Guck mal. Guck mal. Ach, das ist doch unfair. Da ist die Truhe. Wie soll man denn da hinkommen? Also eine Rune haben wir schon. Also können wir da oben drüber laufen. Habe ich jetzt irgendwo eine Rune vergessen? Ist hier noch eine? Naja, warte mal kurz. Warte. Eine weitere Maske? Ja, die dritte, sehr schön. Ich wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Du vielleicht nicht. Oh, da sind Knochen gerade runtergefallen. So, da gehen wir jetzt nicht mehr lang. Aber ich brauche noch eine Rune. Wo haben wir die? Da ist die Kiste. Da. Das ging auch relativ gut. Perfektes Timing, so ungefähr, ne? Was haben wir da? Horn mit Blutmet. Legendär. Sie haben eine der drei Hörner mit Blutmet gesammelt.
die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Das ist natürlich auch geil, ne? Blutmet ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Man findet die insgesamt 9 Hörner in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Rage erhöht. Super. Hier lang. Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge.